Im November 2022 verkündet Jasmin Wagner die Geburt ihrer Tochter. Nur ein halbes Jahr später steht die frischgebackene Mama wieder als Sängerin und Moderatorin vor den Kameras. In den 90er Jahren wird Jasmin mit dem Techno-Pop-Cover des Songs Herz an Herz der NDW-Band Paso Doble bekannt und stürmt damals unter dem Namen Blümchen die deutschen Charts. Fast 30 Jahre später performt die Sängerin bei der Fashion-Show von Ernstings Family passend zum Motto Spread the Love ihren damaligen Durchstarter-Hit. Die 43-Jährige verrät im Interview mit bunte.de, wie sie es schafft, mittlerweile schon wieder in ihre alte Kleidung zu passen. Also das war natürlich erstmal spannend beim Mutterwerden. Wer bin ich danach? Also wie verändert sich mein Körper? Wie gehe ich mit all diesen Veränderungen um? Coolerweise habe ich es durch Stillen geschafft, relativ schnell wieder zu mir zurückzufinden. Und insofern kann ich tatsächlich auch alle Klamotten von früher tragen. Das hat mich ziemlich überrascht, dass das so mühelos ging. Aber Stillen hat es gebracht. Jasmin geht in ihrer Rolle als Mama sichtlich auf und erzählt, was das Muttersein mit ihr macht. Also ich hatte am Anfang all diese Ängste. Was ist, wenn dies nicht geht? Was ist, wenn das geht? Wenn mein Leben vorbei ist? Was ist, wenn es langweilig wird? Solche Sachen waren neben der großen Freude, die war natürlich überwiegend auch da. Aber es ist nie langweilig mit dem eigenen Kind. Jeden Tag ist irgendwas anders. Man freut sich jeden Tag. Und ehrlicherweise gibt mir das oft noch mehr Kraft, durchzuhalten und da zu sein. Und macht mich natürlich auch auf so eine ganz liebevolle Art und Weise unendlich geduldig. Als erfolgreiche Moderatorin führt Jasmin ein ereignisreiches Leben. Trotzdem schafft sie es, Arbeit und Baby miteinander zu vereinen. Wie oft im Leben ist es das Beste, es einfach auszuprobieren. Also klar, wenn Baby nicht glücklich ist, dann geht es nun mal nicht. Aber wenn man irgendwie wenn man neue Strukturen schafft und neue Abläufe und ich glücklich bin, Baby glücklich bin und das dann eben auch für die Arbeit klappt, dann ist das herrlich. Wenn ich zum Beispiel bei Volles Haus moderiere, da ist das ganze Team eigentlich auch schon quasi befreundet mit meinem Baby und wir haben das Gefühl, wir haben viele, viele Tanten, die Spaß machen und kuscheln und mit an Bord sind und auch immer wieder neues Spielzeug anschleppen. Und heute ist es hier zum Beispiel so, dass meine Mutter im Backstage ist. Das Kind krabbelt auf diesem heiligen, tollen Parkett des ehrenwerten Hotel Atlantics. Also das ist bisher echt eine schöne Sache. Baby ist immer dabei, weil ich still das Baby. Insofern gibt es gar keinen anderen Weg.